Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Raab und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute machen wir ein wichtiges Börsenthema. Ihr wisst, früher hieß ja dieser Kanal Börse, Investment, Trading. Und da hätte das, was jetzt gleich kommt, sehr, sehr gut auch in den Bereich Trading gepasst. Aber es passt auch gut in das Thema Börsenhandel allgemein, Investment allgemein. Und zwar will ich euch heute mal die vier Wege zeigen, wie jeder Trade, wie jedes Investment, wie jeder Börsenhandel ausgehen sollte. Und wenn ihr das jetzt hört, dann werdet ihr sagen, das ist ja total banal. Und ja, das ist auch total banal, aber es ist die Wahrheit und vielen ist es gar nicht bewusst. Und ich sehe immer wieder, dass etwas gemacht wird, was eben genau nicht zu diesen vier Punkten gehört. Und deswegen bleibt jetzt unbedingt dran. Jetzt geht es also darum, die vier Wege, wie ein Trade enden sollte. Okay, dranbleiben, jetzt geht's los. Also, ich habe diesen Spruch, wie ein Trade enden sollte, der kommt aus Amerika. Und das gibt es schon ganz, ganz lange. Und ich bin jetzt vor einigen Tagen mal auf Twitter wieder darüber gestolpert, als jemand, den ich folge, das mal wieder gepostet hat. Und ihr kennt das ja vielleicht, ne? Wenn man so etwas hört, wo man sagt, ah, das ist im Grunde so eine offensichtliche Wahrheit. Also wenn man es dann mal wieder hört, denkt man, ja, eigentlich absolut logisch, dann sagt man sich, okay, absolut klar, aber warum machen es denn dann doch viele so ganz, ganz anders? Ne? Und ich will euch jetzt mal die vier Wege aufzeigen und die sind relativ simpel. Wie sollte ein Trade, Investment, Investitionen, ihr könnt es sogar in den Immobilienbereich rübernehmen, ihr könnt es in jede Geschäftstätigkeit rübernehmen. Wie sollte das Ganze enden? Aber eben besonders an der Börse ist es wichtig. Also Punkt Nummer 1, und zwar ein kleiner, oder machen wir so ein kleines Plus. Ne? Also es heißt ein kleiner Gewinn. Ihr macht einen Trade und das Ganze endet mit einem kleinen Gewinn. Brauchen wir nicht drüber reden, alles gut. So, dann natürlich, was wollen wir alle am allermeisten haben? Hier ein großes Plus. Ne? Das heißt, wir wollen einen großen Gewinn haben. Das ist ja auch logisch. Du willst einen Trade machen und das soll dort verzehnfacher werden und so weiter. Auch das ist gut, aber gibt es natürlich nicht immer. So, dann, jetzt haben wir hier Plus geschrieben, ne? Dann gibt es natürlich auch noch etwas, wenn es nicht so geht, wie wir uns das vorstellen. Und zwar ist das dann in der Regel ein Verlust. Aber wie sollte dieser Verlust sein? Und zwar sollte das immer ein kleiner Verlust sein oder kleines Minus. Ich schreibe jetzt mal hier kleiner Verlust. Ja, bisschen komisch geschrieben, kleiner Verlust. Ne? Also ein kleiner Verlust in einem Trade. Und dann, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, gibt es noch einen vierten Punkt, nämlich oder aber Break-Even. Das heißt also plus minus null. So, und das sind die vier Punkte. So sollte jeder Trade, so sollte jedes Investment, so sollte jedes Einzelne, was ihr an der Börse tut, was ihr im Geschäftsleben tut, enden. Mit einem kleinen Plus, mit einem großen Plus, mit einem kleinen Verlust oder aber Break-Even. Und wenn ihr jetzt schaut, dann werdet ihr sagen, ah, da gibt es ja noch eins, ne? Das fünfte. Ja, das fünfte wäre nämlich dann hier der Verlust und zwar der große Verlust. Ne? Also wenn man sagt, okay, das hier. Und wenn ihr euch das jetzt so anschaut, ich habe euch gesagt, das ist völlig banal. Das ist nichts Außergewöhnliches, das ist keine Raketenwissenschaft. Das Ding ist aber, ich sehe ganz, ganz viele Leute an der Börse, denen das hier passiert. Ein großer Verlust. Ne? Das heißt, da werden Konten an die Wand gefahren innerhalb kürzester Zeit. Da werden Investitionen in Aktien gemacht oder in irgendwelche Sachen und dann enden die im Totalverlust. Also es heißt großer Verlust. Ja? Dann wird zu viel in eine einzelne Position hineingepackt. Dann läuft die nicht so, wie man sich das erwartet hat. Und dann wird eben nicht irgendwann mal ein Schlussstrich gezogen, wo gesagt wird, hier geht mit dem kleinen Verlust von hier aus raus. Nein, es wird dann ein großer Verlust. Das Ding ist aber, ihr könnt euch große Verluste nicht leisten.
Und zwar vollkommen unabhängig davon, wie viel Geld ihr habt. Weil große Verluste haben zwei negative Auswirkungen auf euch. Der erste ist offensichtlich, eine Menge Geld ist weg. Ja? Also das heißt, wenn du heute 10.000 Euro irgendwo investierst und du verlierst die 10.000 Euro und das ist alles, was du hattest, dann ist halt alles weg. Und dann kannst du nicht weitermachen. Ja? Und auch wenn du von den 10.000 9.000 verlierst, auch dann ist dieser Verlust so substanziell hoch, dass es sehr, sehr schwierig ist. Es gibt aber noch einen Punkt, der viel, viel wichtiger ist. Und zwar, gerade beim Börsenhandel ist es enorm wichtig, dass du hier oben gut dabei bist. Ja? Und zwar, du musst überzeugt sein davon, dass Börsenhandel für dich funktioniert. Jetzt kann ich dir ja viel erzählen. Jetzt kann ich sagen, hey, ich mache das schon seit 25 Jahren. Zu mir war die Börse sehr, sehr gut. Ich habe da wahnsinnig viel Geld verdient. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich bekomme jedes Jahr Tausende von Dollars an Dividenden. Ich kann sehr, sehr gut davon leben. Das ist ja alles nur Sachen, die ich dir erzähle. Stimmt das? Das weißt du ja gar nicht. Das ist ja, und selbst wenn es stimmt, also es stimmt ja auch, aber es ist ja nur meine persönliche Geschichte. Das heißt also, damit du wirklich Geld an der Börse verdienst und auch dauerhaft Geld an der Börse verdienst, brauchst du positive Erfahrungswerte. Du brauchst positive Erfahrungswerte. Und wenn du eben alle deine Trades, wenn die immer so hier enden, kleines Plus, großes Plus, kleiner Verlust, Break Even, ne, dann kommst du zu diesen positiven Erfahrungswerten, weil das ist positiv, das ist positiv, das ist positiv, nichts gewonnen, nichts verloren, nicht schlimm. Und selbst das ist positiv. Ne? Du investierst 10.000, es funktioniert nicht so, wie du es vorgestellt hast, verlierst 1.000 Euro, bist wieder draußen, sagst, okay, 9.000, nächster Versuch. Ne? Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt hier dieser große Verlust und der kommt nicht nur einmal. Ich erlebe es immer wieder bei ganz, ganz vielen Leuten, wo es immer und immer und immer wieder passiert. Wieder ein Konto geblättet, wieder ein großer Verlust gemacht, wieder ein Totalverlust, wieder auf irgendeine gehypte Aktie aufgesprungen, viel zu spät und dann nicht ausgestiegen, weil man eben nicht erkannt hat, dass es zu spät ist. Ja? Und das macht so viel kaputt in dir selbst, dass du natürlich überhaupt nicht mehr in der Lage bist, langfristig Geld zu verdienen, weil du den Glaube daran verlierst. Und es gibt Untersuchungen, ich habe euch das auch schon mal in dem Gespräch mit dem Psychologen, mit dem Günther, der bei uns war, gezeigt. Da gibt es übrigens demnächst ein sehr, sehr cooles Mindset-Seminar. Ne? Wer sich dafür interessiert, ruft an, hier unten ist ja ein Link, könnt ihr euch eintragen, sagt, hey, Mindset-Seminar, was ist das? Ne? Und da ist er ja auch nochmal da, der Günther, erklärt das mal an einem Tag extrem ausführlich, warum das so ist. Aber mal ein kleiner Ausschnitt jetzt daraus. Es ist ganz einfach so, wenn wir heute 100 Euro verlieren, ne, ich nehme jetzt einfach nur mal die Zahl 100 Euro, dann brauchen wir das 2,5-fache an Gewinn, damit wir uns wieder gleich fühlen. Also, du hast 1.000 Euro, verlierst 100, bist auf 900, dann fühlst du dich erst genau wieder so gut wie mit den 1.000 Euro, wenn du bei 1.150 bist. So. Und wenn du halt sehr, sehr häufig groß verlierst, ne, dann musst du eben extrem viel verdienen, bis diese Schmach raus ist. Und das erleben wir auch ganz, ganz häufig, wenn ihr heute mal mit Leuten sprecht, die zum Beispiel schon bei der Telekom dabei waren. Ne? Börsengang der Deutschen Telekom, 1996, das Jahr, an dem ich auch an die Börse gegangen bin. Telekom war nicht meine allererste Aktie, aber ich habe sie auch mitgehabt und habe, glaube ich, auch sogar mit der Telekom, ich glaube, sogar ein bisschen Geld verloren. Ich weiß gar nicht mehr, so lange her. Ne? Aber ganz, ganz viele Leute, denen ist Folgendes passiert. Die haben irgendwann mal die Telekom gekauft und haben damit Geld verloren, haben vielleicht sogar danach wieder ein bisschen was gewonnen, sind dann aber ausgestiegen aus dem Aktienmarkt und haben gesagt, okay, ich greife diesen Aktienmarkt nie wieder an, weil das ist ja alles Lug und Betrug und da kann man ja nur verlieren. Ne? Und guckt euch das Ganze draußen an, wie wenig Deutsche es gibt, die Aktien haben, die ETFs haben, die Aktienfonds haben. Die deutschen Konzerne schütten jetzt gerade im Mai Milliarden, Milliarden, Milliarden aus. Und wo wandert dieses ganze Geld hin? Ins Ausland. Warum? Weil die ganzen deutschen Firmen den Ausländern gehören. Ne? So, und die sind halt viel, viel cleverer als wir Deutschen selbst. Und woran liegt das? Weil eben die Masse der Deutschen,
bleiben wir jetzt mal dabei, es gibt andere Länder, da ist das genauso, eben zugelassen haben, dass sie ganz große Verluste hatten, weil sie eben auf irgendwelche Finanzberater gehört haben, weil sie auf irgendwelche Ratschläge gehört haben und weil sie gesagt haben, ah, ich muss Dinge aussitzen, ich muss mich nicht hedgen und so weiter und so fort, ne? Weil sie keine Diversifikation gemacht haben, weil sie keinen langfristigen Plan hatten, weil sie nicht im richtigen Moment nachgekauft haben und so weiter und so fort. Ne? Das kann man jetzt nicht alles in der Kürze der Zeit behandeln, was da alles notwendig ist, um große Verluste zu vermeiden. Aber der Punkt ist ganz einfach der, ihr müsst große Verluste vermeiden. Kleines Plus, großes Plus, kleiner Verlust, Break-Even. So muss jeder Trade ausgehen bei euch. Egal, ob ihr kurzfristige Trader seid oder ob ihr langfristige Investoren seid. Und dann müsst ihr eben auch manchmal sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht eine Überzeugung gehabt, ich habe eine Aktie gekauft. Und wenn die Aktie sich dann eben nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe, dann muss ich eben auch mal sagen, gut, dann höre ich jetzt auf, dann gehe ich jetzt raus, dann ziehe ich jetzt den Schlussstrich, damit dieser Verlust eben das bleibt, ein relativ kleiner, damit sich nicht zum großen Verlust auswirkt oder ausweitet. Weil der große Verlust ist an sich noch nicht mal das Schlimme, sondern ist das, was daraus folgt, nämlich eure mentale Einstellung zu dem ganzen Thema. Und das macht ihr euch damit kaputt. Ne? Und deswegen, gerade für diejenigen unter euch, die ein bisschen kurzfristiger unterwegs sind, die ein bisschen mehr traden oder so, ne? Schreibt euch das, macht euch einen Zettel und schreibt auf hier diese vier Punkte, ne? Kleines Plus, großes Plus, kleiner Verlust, Break-Even, hängt euch das an euren Trading-PC ran und schaut immer drauf. Und jedes Mal, wenn ihr denkt, oh, der Verlust darf jetzt aber nicht größer werden, ne? Dann macht ihn zu, dann beendet diesen Trade. Ihr wisst, der Trade des Jahrhunderts kommt einmal in der Woche. Also, es gibt genügend Gelegenheiten und vermeidet auf jeden Fall diese ganz, ganz großen Verluste. Wenn du sagst, ja, okay, das ist alles gut und schön, aber wie kann ich denn das für mich lernen? Ich bin noch ganz am Anfang, ich habe überhaupt keine Ahnung von Börse. Ne? Ich interessiere mich dafür, ich habe so ein bisschen Fonds, ich habe ein bisschen ETFs, aber eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung. Ne? Was könnte ich denn da machen? Ne? Dann kennst du meine Empfehlung. Trag dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns. Wir zeigen dir, wo du jetzt gerade stehst, was du für Möglichkeiten, was du für Potenzial hast und wo du hinkommen könntest. Dieses Beratungsgespräch ist kostenfrei und wir zeigen dir, was möglich ist. Trag dich hier unten in den Link ein und wir sprechen miteinander. In diesem Sinne, dir viel Erfolg an der Börse. Danke euch allen fürs Zuschauen. Ich bin auf eure Meinung gespannt und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye-bye.